Hey, ich bin der Marcel, das ist Yogo und das ist das Team. Hi. Und jetzt geht's los. Hallo Leute, willkommen zu Jetzt mal anders ohne Gewalt. Heute zum Thema Problemtalk, aber richtig. Kennt ihr das? Viele Paare, die beidseitige Gewalt erleben, erzählen auch von Reizthemen, die sie immer wieder miteinander hochbringen. Allein das Stichwort reicht vollkommen aus, damit bei beiden die Lichter ausgehen. Es scheitert nicht immer daran, dass die beiden nicht guten Willens wären, eine friedliche Lösung zu finden. Vielmehr ist es so, dass jeder überfordert reagiert, wenn er nur lang genug mit Problemtalk und Vorwürfen konfrontiert wird. Wie er sicher dadurch kommt, darum soll es heute gehen. Viele Paare berichten von einer ganzen Themensammlung, die den Startschuss liefern kann für eine Streitsituation. Sarah und Florian zum Beispiel geraten über die Themen Erziehung, Finanzen oder gemeinsam verbrachte Familienzeit in den Streit. Und dann streiten sie auch noch über den Streit selbst, also über den Umgangston. Das ist ein weiterer Trigger für sie. So kommt es schnell zu bösen Worten bis hin zu Handgreiflichkeiten. Wenn Sarah sich begeistert durch Internetangebote klickt oder ihm die letzte Shoppingbeute präsentiert, kann Florian schnell aus der Haut fahren. Wenn Florian wieder einmal Stunden in sein Hobby investiert und darüber die Verabredung mit Sarah vergisst, dann geht schon mal ein Teller zu Bruch. Am häufigsten aber streiten die beiden über die Erziehung. Er wünscht sich Konsequenz und klare Regeln. Sie will den Kindern Freiheiten lassen und reagiert auf autoritäres Gehabe allergisch. Ein Weg, um aus dieser Triggerspirale auszusteigen, ist genau die Art, auf die wir auch Paare in unserer Beratungsstelle durch die Gespräche führen. Nämlich mit Stift und Papier, nicht unbedingt so ein Teil. Warum ist das so eine gute Technik? Naja, ihr erhaltet endlich mal wieder Abstand und die Möglichkeit, einander richtig gut zuzuhören. Und es schafft einen Puffer, der euch erlaubt, nicht mehr auf den Tonfall zu achten, sondern auf die Inhalte. So ein Stift kann ja nicht schreien. Diese Schreibmethode könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Bombenentschärfung. Das läuft so ab, dass wir uns erst einmal mit einigen Fragen der explosiven Mischung eurer Triggerthemen annähern. Ihr könnt so starten, dass ihr erstmal das aktuelle Streitthema aufgreift. Benutzt die Worte eures Partners, mit denen er euch kritisiert hat, und fasst es in Worte. Zum Beispiel: Du lässt mich immer hängen, wenn wir eine Verabredung getroffen haben. Euer Partner soll dann all die Elemente nennen, die für ihn das Problem zum Problem machen. Und ihr schreibt weiter mit. Zum Beispiel: Ich finde es respektlos, wenn du mich immer wieder sitzen lässt. Oder: Ich mache mir Sorgen, wenn du dich nicht meldest. Oder: Meine ganze Zeitplanung gerät immer wieder durcheinander, wenn du dich nicht an unsere Verabredungen hältst. Euer Partner und auch ihr kriegt das Problem auf diese Weise vielleicht zum ersten Mal in seinem ganzen Ausmaß gegriffen. Das ist entlastend und ihr habt bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Mal gestritten. Hoffe ich. Jetzt haben wir all diese Punkte gesammelt. Wie geht's jetzt weiter? Im nächsten Schritt nehmt das Blatt mit all seinen Punkten, dreht es um und stellt die Frage: Was stattdessen? Und zwar: Was stattdessen im allerbesten Fall, wenn ihr es euch so wünschen könnt, wie ihr es nur haben möchtet? Hier ein paar Originalzitate aus der Beratung. Ich wünsche mir, dass wir wieder als Team zusammen handeln. Oder: Ich wünsche mir, dass es wieder leicht wird zwischen uns. Oder auch: Ich wünsche mir, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Merkt ihr, dass diese Wünsche so viel größer sind als der ursprüngliche Streitpunkt? So führt ein Problemtalk euch zur eigentlichen Vision von eurer Beziehung, also zu den Dingen, um die es wirklich geht und um die es gehen sollte. Ihr habt jetzt das Ziel eures Partners vor Augen und jetzt bleibt noch eine wichtige Aufgabe. Wieder müsst ihr es konkret machen. Fragt euren Partner, was für ihn oder sie zu diesem Wunschbild dazugehört. Wieder ein paar echte Beispiele, an die ich mich erinnere. Was gehört dazu? Dazu gehört, dass wir uns wieder öfter in den Arm nehmen. Oder: Dass wir uns wieder einmal für ein Konzert am Samstagabend verabreden. Oder: Eine freundliche Begrüßung beim Heimkehren nach der Arbeit. Es geht jetzt nicht darum, all diese Punkte sofort in die Tat umzusetzen, sondern jetzt habt ihr eine echte Gesprächsgrundlage, mit der ihr weitermachen könnt. Ich persönlich finde es super faszinierend zu sehen, wenn aus der Angst vor der Bombe plötzlich Lust auf die Beziehung wird. Und wisst ihr was? Ihr habt doch immer nicht gestritten. Thank you.
Das war's von mir zum Thema Problemtalk, aber richtig, wenn ihr euch bis jetzt nicht gestritten habt, dann lasst mir ein Like da. Oder noch besser, einen Kommentar, wie ihr es geschafft habt. An dieser Stelle weise ich euch auch nochmal darauf hin, dass wir mehrere Episoden haben, in denen wir im Detail erklären, wie es geht. Das sind die sogenannten Ampelfolgen, findet ihr auch hier im Kanal. Wir sehen uns wieder zum nächsten Mal bei Jetzt mal anders, ohne Gewalt.